Ja, dann von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen zu diesem Webinar zum Thema IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur. Der Vortrag wird sich in vier Teile gliedern. Zum einen werden wir uns kurz über das Thema oder werden wir uns über das Thema Grundlagen der Zertifizierung unterhalten. Dann werde ich Ihnen auch was zum Thema Ablauf einer solchen Zertifizierung erzählen, denn ich denke, dass doch vielleicht nicht alle von Ihnen schon an einer solchen Zertifizierung teilgenommen haben. Dann werde ich Ihnen anhand unseres bisherigen Ergebnisses aus ISO 27001 Audit einfach mal so ein paar typische Fallstricke zeigen, die eben bei anderen Firmen schon zu Problemen geführt haben im Zertifizierungsablauf. Und ganz am Schluss, wie es der Herr Leybold schon gesagt hat, eben noch die Möglichkeit zur Diskussion oder Fragen eben zu stellen. Wenn wir uns diesem ersten Thema, dem Thema Grundlagen der Zertifizierung widmen, dann müssen wir zuerst mal über die formalen Grundlagen für diese Zertifizierung sprechen. Also auf gut oder wie man so schön sagt, was steht denn schwarz auf weiß geschrieben? Grundsätzlich ist es so, dass dass der IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur eben eingehalten werden muss. Und in diesem IT-Sicherheitskatalog ist eine Referenz auf diese ISO IEC 27001. In dieser Norm stehen die Anforderungen an ein Informationssicherheitsmanagementsystem oder kurz IFMS drin, die dann von Ihnen als Netzbetreiber umgesetzt werden müssen. Als weitere Anforderung aus diesem IT-Sicherheitskatalog steht eben auch drin, dass Sie diese ISO IEC 27019 berücksichtigen müssen, nämlich den Leitfaden für Informationssicherheitsmanagementsysteme von Steuerungssystemen der Energieversorgung. Des Weiteren, ohne Bezug zu einer Norm steht drin, dass eben Sie einen Netzstrukturplan haben müssen, der Ihre relevanten Systeme eben entsprechend nach gewissen Kategorien aufgeschlüsselt darstellt. Und in diesem IT-Sicherheitskatalog stehen auch ein paar spezielle Anforderungen zum Thema Risikoeinschätzung drin, die Sie dann entsprechend umsetzen müssen. Des Weiteren oder neben diesem IT-Sicherheitskatalog, der jetzt unmittelbar auf Sie wirkt, weil Sie den umsetzen müssen, wirkt auf Sie natürlich auch dieses Konformitätsbewertungsprogramm zum IT-Sicherheitskatalog. Weil an dieses Konformitätsbewertungsprogramm haben sich dann wiederum die Zertifizierungsstellen zu halten. In diesem Konformitätsbewertungsprogramm wird diese ISO IEC 27006 referenziert. Dort stehen Anforderungen an Zertifizierstellen drin, was diese eben tun müssen, wie diese arbeiten müssen und so weiter und so fort. Des Weiteren steht in diesem Konformitätsbewertungsprogramm auch noch etwas zum Thema Konkretisierung der Auditzeit drin. Dazu erzähle ich Ihnen dann später noch ein klein wenig was. Und es regelt eben auch, wie in Ihrem Fall speziell mit unbemannten Standorten umzugehen ist, also irgendwelchen Umspannstationen oder Ähnlichem, die eben nicht dauerhaft mit Personal besetzt sind. Und auch für Sie wiederum unmittelbar relevant ist die Umsetzungsfrist. Eben bis zum 31.01.2018 müssen Sie ein solches Zertifikat erworben haben und es auch bei der Bundesnetzagentur eingereicht haben. Auch dazu dann nachher im Verlauf des Vortrags nochmal was, was das für Sie denn bedeuten kann. Dann nach diesem, sage ich jetzt mal, eher formalen Prozedere oder der formalen Darstellung, was denn auf Sie wirkt, hier mal in anderen Worten, was das denn nun tatsächlich für Sie bedeutet, was dort formal beschrieben steht. Grundsätzlich ist es so, dass Sie ein ISMS einführen und betreiben müssen. Was heißt denn das nun? Auch dazu will ich Ihnen jetzt das versuchen, nochmal auf einer Folie darzustellen, was denn so ein ISMS überhaupt ist, wie man dabei vielleicht sinnvollerweise vorgeht und was denn wichtige Aspekte daraus sind. Zunächst einmal sollten Sie in Ihrem Unternehmen sich überlegen, was sind denn die Werte, die ich schützen möchte, Neudeutsch Assets. Was ist das, was wirklich wichtig für den Fortbestand meines Unternehmens ist? Was ist der Unternehmenszweck? Wenn Sie sich diese Werte überlegt haben, sollten Sie im nächsten Schritt hergehen und sich überlegen, gibt es bei diesen Werten irgendwelche Schwachstellen? Das können technische Schwachstellen sein, das können aber auch
organisatorische Schwachstellen sein, menschliche Schwachstellen, was wir auch immer an Schwachstelle hier sich überlegen können. Und im nächsten Schritt geht es dann um das Thema Bedrohungen. Dort sollten Sie dann einfach sich überlegen, welche Bedrohungen existieren denn. Und im nächsten Schritt sollten Sie eben versuchen, diese drei Größen, nämlich Ihre Werte, die damit verbundenen Schwachstellen und Bedrohungen zusammenzubringen. Nur wenn Sie hier Schnittmengen eben finden, haben Sie auch entsprechende Risiken. Wenn eine dieser drei Punkte fehlt, also wenn Sie keine Werte haben, dann haben Sie kein Risiko. Wenn Sie keine Schwachstelle haben, haben Sie kein Risiko. Und wenn Sie keine Bedrohung haben, die eine Schwachstelle ausnutzen kann, dann haben Sie auch kein Risiko. Aber in aller Regel werden Sie Kombinationen dieser drei Themen finden, sodass Sie zumindest ein paar Risiken haben werden. Und jetzt geht es natürlich darum, mit diesen Risiken sinnvoll im Sinne von wirtschaftlich und auch angemessen für die Gesamtheit umzugehen. Dazu ist es eben notwendig, dass es für die Risiken sogenannte Risikoeigner gibt, die sich eben um dieses Risiko kümmern, also sich des Risikos annehmen, beschließen, was dort zu tun ist und eben auch in ihrer Unternehmung dann entsprechend organisatorisch so aufgehängt sind, dass die eben auch ihre Verantwortung als Risikoeigner wahrnehmen können. Dieser Risikoeigner wird in aller Regel versuchen, Maßnahmen einzusetzen, um die Risiken zu behandeln. Diese Maßnahmen, die dort getroffen werden können, sind auch wieder sehr vielfältig. Sie können auf der einen Seite mit organisatorischen Regelungen versuchen, gewisse Themen in den Griff zu kriegen. Zum Beispiel, dass eben niemand unbeaufsichtigt in ihre Leitstelle darf. Das wäre eher eine organisatorische Regelung, eine Policy, wie man auch dazu sagt, oder eine Prozessbeschreibung, eine Arbeitsanweisung, alles das, was Sie eben aus Ihrem normalen Ablauf auch kennen, kann hier herangezogen werden, um eben organisatorische Regelungen zu treffen, organisatorische Maßnahmen zu treffen. Auf der anderen Seite, das wissen aber auch alle, ist es so, dass neben diesen organisatorischen Maßnahmen teilweise eben auch technische Maßnahmen notwendig sind, um entweder Schwachstellen zu beheben, zum Beispiel regelmäßiges Patchen, oder eben um Bedrohungen zu reduzieren, wie zum Beispiel eben das Einspielen eines Virenscanners. Wenn Sie jetzt auch hier im Bereich der technischen Maßnahmen, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Sie machen können und aus denen Sie dann eben die passenden Maßnahmen auswählen können und sollten. Aus diesen zwei Zweigen, also den organisatorischen und den technischen Maßnahmen, wählen Sie eben dann die Maßnahmen aus, die aus Ihrer Sicht geeignet sind, um Ihre Risiken auf das Niveau zu bewegen, das Sie für sich als akzeptabel betrachten und bringen diese Maßnahmen auch in eine zeitliche Reihenfolge und in eine Priorisierung und haben dann einen sogenannten Risikobehandlungsplan. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal auf die ISO 27001 projiziert vorstellen, dann haben wir die Maßnahmen, die hier ausgewählt werden, sind im Anhang A beschrieben, beziehungsweise in der ISO 27019 für Ihren für Ihre spezielle Branche. Und das, was dann hier als Risikobehandlungsplan steht, ist im weitesten Sinne auch schon dann das, was in der ISO 27001 als Statement of Applicability bezeichnet wird. Wenn Sie Ihren Risikobehandlungsplan aufgestellt haben, dann werden Sie natürlich auch versuchen, den umzusetzen und werden sich auch von Zeit zu Zeit davon überzeugen, wie denn der Status dieses Risikobehandlungsplanes und der Maßnahmen ist. Dazu benutzen Sie dann eben so etwas wie ein internes Audit, ein Management Review oder dann eben in der letzten Ausbaustufe dann eben eine Zertifizierung oder ein Zertifikat. Und da Sie eben das nicht einmalig machen wollen, sondern das ein immer wiederkehrender Prozess sein sollte, um eben Veränderungen entsprechend Rechnung tragen zu können, machen Sie das, wie gesagt, nicht einmalig, sondern kontinuierlich und dann eben in diesem Plan-Do-Check-Act-Zyklus, den man eben üblicherweise bei solchen Managementsystemen dann im Hintergrund immer wieder anwendet, um eben auf neue Gegebenheiten richtig reagieren zu können.
Das ist das, was Sie bei einer Einführung eines ISNS so alles haben müssen und was Sie dann auch uns nachweisen müssen, dass Sie eben hier entsprechende interne Audits, Management Reviews, Risikoanalysen durchgeführt haben. Das sind dann für uns die Nachweise, dass hier auch dieses ISNS entsprechend betrieben wird. Wenn wir jetzt wiederum weitergehen und sagen, okay, was haben denn diese formalen Anforderungen noch für Auswirkungen? Dann hatte ich ja schon gesagt, dass eben in diesem IT-Sicherheitskatalog auch etwas zum Thema Risikoeinschätzung drin steht. Grundsätzlich ist es so, dass Sie aus Sicht der ISO 27001 völlig frei sind, welche Methoden der Risikoeinschätzung Sie da so verwenden und welche Kategorien und Schwellenwerte Sie dort verwenden. Das ist aus Sicht des IT-Sicherheitskataloges jetzt nicht mehr so, sondern dort werden entsprechende Einschränkungen gemacht, dass eben Ihre Kategorien, an die Sie verwenden sollten, sich an den Begriffen kritisch, hoch und mäßig orientieren müssen, dass eben Systeme, die für den Netzbetrieb verwendet werden, grundsätzlich als hoch eingestuft werden müssen und Sie eben Abweichungen begründen müssen und dass eben in diesem IT-Sicherheitskatalog auch noch Kriterien aufgeführt sind, die Sie berücksichtigen müssen, um eben zu Ihrer Risikoeinschätzung zu kommen. Wenn wir uns jetzt diese Einschränkungen auf das vorherige Bildchen projiziert vorstellen oder ansehen, dann heißt das einfach nur, wir haben hier unser ISMS nach ISO 27001 und an der Stelle des Risiko oder der Risikoanalyse haben wir jetzt zusätzliche Anforderungen durch den IT-Sicherheitskatalog. Und die restlichen Dinge bleiben soweit erhalten. Als nächste Erweiterung oder Ergänzung aus diesem Thema raus ist eben das Thema Risikobehandlung. Auch dort wären Sie aus Sicht der ISO 27001 relativ frei. Was dieser IT-Sicherheitskatalog jetzt eben noch zusätzlich fordert, ist, dass Sie nicht nur die Maßnahmen aus dem Anhang A der 27001 berücksichtigen, sondern auch die Maßnahmen aus der ISO IEC 27019. Berücksichtigen heißt aber in diesem Fall nicht, dass Sie diese Maßnahmen, die dort dargestellt sind, sklavisch umsetzen müssen, sondern Sie müssen nur sagen, ja, diese Maßnahme macht für mich Sinn oder nein, sie macht für mich keinen Sinn, weil wichtig dann eben die Begründung zu haben, warum Sie denn meinen, dass hier keine, warum diese Maßnahme für Sie nicht relevant oder nicht zielführend ist. Eine kleine Schwierigkeit gibt es derzeit noch, die Sie dann an dieser Stelle zu meistern haben, nämlich, dass die ISO 27019 auf einem etwas älteren Stand der ISO 27001 beruht und somit die Abbildung nicht mehr 1:1 eben existiert. Dazu gibt es zum einen im Konformitätsbewertungsprogramm, das Sie auf den Seiten der Bundesnetzagentur finden, ein Mapping und Sie können aber auch über diese ISO IEC 27023 ein offizielles Mapping der ISO sich beschaffen, um dann eben nochmal abzugleichen, ob das auch alles tatsächlich so passt und ob Sie irgendwie was falsch verstanden haben vielleicht. Wenn wir uns jetzt auch diese Anforderung wiederum auf das vorhergehende Bildchen gemappt ansehen, dann kennen Sie das ja schon, dass wir unser ISMS haben, das wir nach 27001 aufgebaut haben, bei dem wir bei der Risikoeinschätzung die Anforderungen des IT-Sicherheitskataloges berücksichtigen und als weitere Erweiterung haben wir jetzt eben bei der Auswahl der Maßnahmen auch noch das zu berücksichtigen, was in diesem IT-Sicherheitskatalog steht, nämlich dass wir eben auch die 27019 uns zumindest mal kurz betrachten sollten. Wenn wir dann wiederum einen Schritt weitergehen und sagen, okay, außer dem IT-Sicherheitskatalog gibt es auch noch andere Themen, die auf Sie wirken, nämlich dieses Konformitätsbewertungsprogramm, dann heißt das für Sie Folgendes, dass in der 27001 normalerweise oder die 27006 hier herangezogen wird für Zertifizierungsstellen und dort drin steht, wie viel Auditzeit denn pro Unternehmen veranschlagt werden sollte. Wenn wir uns jetzt dieses Beispiel nehmen und sagen, okay, wir haben 10 Mitarbeiter im Scope,
haben eine durchschnittliche Komplexität, dann sagt eben diese Norm, dass wir da 5 Tage Auditzeit benötigen. Das heißt, vor Ort sowohl als auch Vor- und Nachbereitungszeit sind in diesen 5 Tagen enthalten. Und wenn es jetzt ein sehr einfaches Unternehmen wäre, wäre es sogar zulässig, 30% zu reduzieren, also sprich auf 3,5 Tage dieses Zertifizierungsaudit zu kürzen. Da sagt jetzt die Bundesnetzagentur, nee, dieser Spielraum ist uns zu groß, den möchten wir einengen. Und das hat für Sie zur Folge, dass eben bei Ihnen, wenn wir auch bei Ihnen davon ausgehen, dass 10 Mitarbeiter im Scope sind, Sie eben nicht wie oben geschildert 3,5 Tage als Minimum haben, sondern bei Ihnen als Netzbetreiber ist eine höchstens 10%ige Reduzierung zulässig. Und somit wären wir bei minimal 4,5 Tagen, die eine Zertifizierung für 10 Mann im Scope eben dauern dürfte. Des Weiteren hat sich die Bundesnetzagentur überlegt, dass in der Branche der Energienetzbetreiber ja durchaus auch sehr, sehr viele Standorte relevant sein können, an denen aber keine Mitarbeiter ständig sind. Diese Standorte werden oder sind im normalen ISO 27001-Schema nicht ganz so stark betrachtet. Und deswegen hat die Bundesnetzagentur beschlossen, nee, wir möchten dort gerne tatsächlich, dass auch diese unbemannten Standorte zumindest mal ein wenig begutachtet werden und hat sich dann darauf verständigt zu sagen, es gibt unterschiedliche Gruppen dieser unbemannten Standorte. Diese Gruppen legen Sie unter Berücksichtigung von Relevanz- und Fernwirkungsmöglichkeiten fest. Wir als Zertifizierungsstelle würden uns diese Einteilung ansehen, würden uns die erklären lassen und in aller Regel wahrscheinlich dann auch so als akzeptabel hinnehmen. Und dann ist es so, dass pro Gruppe 2 Standorte innerhalb von 3 Jahren besucht werden müssen. Das heißt, wenn Sie sich jetzt 3 Gruppen überlegt haben, die Sie haben, und davon müssen wir 2 Standorte jeweils besuchen, heißt innerhalb von 3 Jahren müssen wir 6 diese unbemannten Standorte uns angucken, geografisch verteilt und so weiter und so fort. Das kommt eben dann noch als kleine Extra-Anforderung auf Sie zu durch dieses Konformitätsbewertungsprogramm. Damit wären wir auch schon am Ende des Grundlagenteils und ich würde Ihnen ganz gern jetzt mal darstellen, wie denn so eine Zertifizierung grundsätzlich ablaufen würde bei Ihnen. Dazu gucken wir zunächst mal auf diesen Zertifizierungsablauf. Es ist so, dass es sinnvoll ist, ein Projektgespräch dann auch zu führen. Das ist keine Verpflichtung, aber es hat sich eigentlich als sehr sinnvoll erwiesen, um zu sagen, okay, wie sieht der Scope genau aus, worüber reden wir, was sind die Anforderungen, dass beide Seiten hier nochmal genau wissen, was denn notwendig ist. Dann haben Sie die Möglichkeit, sich ein Voraudit zu bestellen, indem wir eben in reduzierter Form uns die Anforderungen der Norm bei Ihnen im Haus ansehen und Ihnen sagen, wo noch Lücken bestehen. Wir Ihnen aber aufgrund unserer Tätigkeit als Zertifizierstelle nicht sagen dürfen, wie Sie diese Lücke dann schließen müssen, sondern wir können Ihnen quasi nur die Lücke aufzeigen und Sie müssen dann selbst entscheiden, wie Sie diese Lücke schließen. So viel zu den optionalen Teilen und jetzt kommen wir zum eigentlichen Zertifizierungsaudit. Dieses Zertifizierungsaudit besteht bei der ISO 27001 und somit auch beim IT-Sicherheitskatalog zwingend aus 2 Stufen, der sogenannten Stufe 1 und der Stufe 2. In der Stufe 1 geht es hauptsächlich darum zu sagen, okay, wie sieht denn der Scope bzw. der Anwendungsbereich des ISMS oder des Zertifikats des Managementsystems genau aus? Wir würden uns dann in diesem Stufe 1 Audit auch Ihren Netzstrukturplan angucken, weil aus Ihrem Netzstrukturplan und der Scope-Beschreibung diese 2 sollten natürlich zusammenpassen, beziehungsweise aus diesen 2 Dokumenten kann man dann irgendwelche Ungereimtheiten rauslesen. Ein weiterer wichtiger Punkt im Stufe 1 Audit ist eben das Thema Risikoanalyse und Risikobehandlung. Hier würden wir uns eben Ihre Methodik angucken, auch die Ergebnisse, die Sie dort haben,
und auch schon mal einen Blick auf den Risikobehandlungsplan bzw. das Statement of Applicability werfen, um zu sagen, okay, was sind die Punkte, die Sie schon umgesetzt haben, die noch in Umsetzung sind, wo stehen Sie gerade auf dieser Ebene, und wir würden uns auch das Thema Ihrer Dokumentation ansehen, also welche Policies, Verfahrensanweisungen, Prozessbeschreibungen gibt es denn so in dem Umfeld des Managementsystems. Und wir würden eben dann in diesem Stufe 1 Audit auch schon das Stufe 2 Audit vorbereiten im Sinne von, welche Themen sind dort dann relevant, wo kann man sich was genau ansehen, welche Abteilungen machen bei Ihnen was, wie lange macht es Sinn, dort auch Zeit zu verbringen. Und am Ende dieses Stufe 1 Audits soll quasi als Ergebnis rauskommen, eine Einschätzung Ihrer Bereitschaft zur Zertifizierung, sprich, macht es Sinn, das Stufe 2 Audit anzustreben, oder müssen Sie eben vor Beginn dieses Stufe 2 Audits noch gewisse Punkte verbessern, ändern, um eben eine Zertifizierung erfolgreich erscheinen zu lassen. Das ist, sage ich mal, das Ziel, das dieses Stufe 1 Audit hat, um eben für beide Seiten zu klären, lohnt es sich, dieses Stufe 2 Audit jetzt schon anzugehen. Im Stufe 2 Audit, das dann darauf aufbaut oder daran folgt, geht es dann um das Managementsystem nochmal intensiver und auch dann um die Einhaltung oder die Umsetzung der Maßnahmen. Wir würden uns im Stufe 2 dann auch insbesondere das Thema interner Audits angucken. Welche haben Sie durchgeführt? Was waren die Ergebnisse? Nach welchen Methodiken haben Sie denn sowas gemacht? Dann das Thema Management Review oder Management Bewertung. Wie sagt oder was sagt Ihre oberste Leitung zum System? Wie zufrieden ist die? Gibt es dort irgendwelche Punkte, die noch zu berücksichtigen wären? Wie ist es denn mit Ihren Ressourcen? Ist es genügend? Wie machen Sie die Planung dafür? Dann das ganze Thema Zielerreichung und KPIs. Welche Ziele haben Sie sich denn gesteckt? Wie stellen Sie sicher, dass Sie eben diese Ziele auch erreichen? Welche Kenngrößen haben Sie für Ihr Managementsystem, für Ihre Informationssicherheit oder IT-Sicherheit definiert? Wie messen Sie diese? Wer macht das? Wie oft? Welche Abweichungen? Was tun Sie mit diesen Abweichungen? Alles dieses würden wir uns dann auch im Sinne oder im Bereich der KPIs angucken. Dann würden wir uns natürlich angucken, ob Sie die Prozesse, die Sie selbst sich definiert haben, auch tatsächlich so umsetzen und leben, und würden eben, wie schon eingangs gesagt, uns eben ansehen, wie Sie denn gewisse Maßnahmen oder die Maßnahmen aus diesem Anhang A und eben der ISO IEC 27019 bei sich im Unternehmen umgesetzt haben. Dort setzen die zwei Normen gewisse Rahmenbedingungen. Die konkrete Ausgestaltung ist dann aber immer von Unternehmen zu Unternehmen zu sehen. Von daher ist das meist der größere Teil des Audits eben Begutachtung der getroffenen Maßnahmen. Wenn Sie dieses oder am Ende des Stufe 2 Audits ist dann quasi die Entscheidung über die Erteilung eines Zertifikats oder eben nicht das Ziel dieses Stufe 2 Audits. Wenn dort eben ein positives Ergebnis erzielt wurde, sprich Sie ein Zertifikat erteilt bekommen, dann geht der sogenannte Überwachungszyklus los. In diesem Überwachungszyklus oder Zertifikatzyklus startet, Sie haben dann sogenannte Überwachungsaudits. Diese Überwachungsaudits finden jährlich statt. In diesen Überwachungsaudits werden die Managementsystemaspekte vollständig geprüft und die Controls in Stichproben. Von der Dauer her geht man davon aus, dass so ein Überwachungsaudit ungefähr ein Drittel des Zertifizierungsaudits in Anspruch nimmt. Und diese Überwachungsaudits finden zweimal statt. Und dann im darauffolgenden Jahr findet dann ein sogenanntes Wiederholungsaudit statt. Wiederholungsaudit heißt eine erneute vollständige Prüfung aller Managementsystemaspekte als auch der Kontroll- oder der Maßnahmenaspekte, die dort umgesetzt wurden. Da man davon ausgeht, dass das Unternehmen ja schon zertifiziert wurde, dann, wenn es zu einem Wiederholungsaudit ansteht, ist der Zeitansatz nicht mehr ganz so hoch wie eben bei einem Zertifizierungsaudit, sondern man geht davon aus,
dass dort eben ungefähr 2/3 des ursprünglichen Zertifizierungsaufwandes zu verwenden sind. Wenn Sie dieses Wiederholungsaudit dann sozusagen auch wieder positiv bestanden haben, dann sind Sie wieder bei den Überwachungsaudits, machen wiederum 2 Überwachungsaudits, dann wieder Wiederholungsaudits und immer so weiter. Die Gültigkeit eines Zertifikats ist in aller Regel 3 Jahre und wir prüfen das eben, wie gesagt, jährlich in diesen Überwachungsaudits und wir oder Sie sind dazu angehalten, wenn es wesentliche Änderungen gibt an Ihrem System, die zum Beispiel aufgekauft werden, fusionieren oder ähnliches, wesentliche Änderungen an Ihrer IT vornehmen, Ihr Leitsystem irgendwie gegebenenfalls komplett tauschen würden. Das wären Themen, die wir dann eigentlich ganz gerne von Ihnen vorab mitgeteilt bekommen wollen oder bekommen müssen, um dann eben zu entscheiden, ist dies eine Änderung, die so relevant ist, dass wir uns so eine Sonderprüfung, also eine Zwischenprüfung nochmal machen müssen, um eben Ihr Zertifikat dann weiterhin aufrechtzuerhalten. Oder ist das was, was man im nächsten Überwachungs- oder Wiederholungsaudit sich ansehen kann? Das wäre dann Ihre Pflicht, uns darüber zu informieren. So viel zum Thema des Zertifizierungsablaufs und somit kommen wir zum Punkt 3 dieses Vortrags, nämlich die typischen Fallstricke. Wie gesagt, wir beziehen uns hier auf die Erfahrungen, die wir mit ISO 27001 Zertifizierungen gemacht haben. Diese sind aber natürlich 1:1 auf das Thema IT-Sicherheitskatalog übertragbar, da ja die 27001 die Basis für den IT-Sicherheitskatalog bildet. Aufgeteilt ist das Ganze in 2 Teile. Einmal die typischen Fallstricke im Bereich des Managementsystems und zum Zweiten die typischen Fallstricke bei der Umsetzung der Controls. Wenn wir jetzt mit den typischen Fallstricken im Managementsystembereich starten, dann gehört sicherlich das Thema, dass der Scope nicht ausreichend klar definiert ist, zu den Klassikern, dass irgendjemand eben hier vergessen hat, klar zu sagen, okay, worum oder über was sprechen wir denn eigentlich? Was soll denn zertifiziert sein? Was ist Anwendungsbereich für dieses Managementsystem? Das ist so ein typischer Punkt. Dann auch sehr typisch, ich will nicht sagen regelmäßig, aber doch immer wieder, sieht man eben, dass die Risikoanalyse-Methode nicht eindeutig nachvollziehbar ist. Soll heißen, entweder die Ergebnisse, die produziert wurden, sind eben nicht reproduzierbar, weil nicht genau festgelegt wurde, irgendwelche Grenzwerte oder Schwellenwerte, Bewertungsmaßstäbe oder ähnliches, oder es zu sehr von subjektiven Beurteilungen abhängt, oder dass eben dann irgendwelche wichtigen Risiken durch den Kunden nicht beachtet wurden. Auch da wäre dann eben Nacharbeit notwendig. Dann im Bereich der Risikobehandlung gibt es auch einige Punkte, die man hier nicht ganz richtig machen kann oder die dazu, bei denen es eben eher fehleranfällig ist. Wir haben zum Beispiel das Thema, dass zwischen den Maßnahmen, die Sie auswählen und den Maßnahmen aus dem Anhang A oder in Ihrem Fall dann auch noch den Maßnahmen aus der ISO 27019 kein Zusammenhang hergestellt wurde. Es also nicht ganz klar ist, ob Sie tatsächlich alle Maßnahmen, die in diesem Anhang A drinstehen, auch tatsächlich berücksichtigt haben oder sich zumindest mal betrachtet haben. Darauf sollten Sie einfach achten. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre das eben auch mit Nacharbeiten verbunden. Dann auch etwas, das man immer wieder sieht, insbesondere wenn irgendwie schnell vorgegangen werden muss, dass im Rahmen der Risikobehandlung oftmals dann nur eine Maßnahme ausgewählt wird, um ein Risiko zu behandeln und man eigentlich als Auditor dann nochmal hergeht oder hergehen muss und sagen muss, gut, das ist jetzt die eine Seite, die ihr bearbeitet habt für dieses Risiko, aber eigentlich wären doch auch noch andere Maßnahmen hier notwendig, um das Risiko tatsächlich wirksam zu bearbeiten, also sprich fehlende Maßnahmen. Oder was auch ab und an mal eben passiert ist, dass unpassende Maßnahmen ausgewählt werden, die dann eben
Ja, die Maßnahme an sich macht Sinn, passt aber nicht zu dem Risiko, das dort eben postuliert wurde. Auch dann wäre es natürlich so, dass Sie da nochmal in sich gehen müssten, um das dann zu verbessern. Dann auch hier oder ein nächster Punkt, der sich an die Risikobehandlung oder an den Risikobehandlungsplan ja dann, wie gesagt, sehr schnell anschließt, ist eben das Thema dieses Statement of Applicability, der Anwendbarkeitserklärung oder kurz SOA, dass es dort eben ja, Fehler gibt. Dieses Statement of Applicability ist aus Sicht der 27001 ein recht zentrales Dokument, weil dort eben beschrieben ist, zum einen, welche Maßnahmen Sie umsetzen, wie der Status dieser Maßnahmen ist, welche Maßnahmen Sie nicht umsetzen, warum Sie die nicht umsetzen und auch, warum Sie irgendwelche Maßnahmen umsetzen. Und genau bei diesen Begründungen ist dann öfters mal da noch ja, Handlungsbedarf bei den Kunden, dass eben die Begründungen fehlen, nicht eindeutig sind, in der Form, wie sie formuliert sind, nicht nachvollziehbar sind. Also das ist auch ein Punkt, auf den Sie achten sollten, dass insbesondere für die Ausschlüsse eben tatsächlich ja, nachvollziehbar ist für einen Dritten, warum denn ein solches Kontroll von Ihnen als nicht anwendbar deklariert wurde. Weitere Punkte aus dem Managementsystem oder Teil, die schief gehen können, wäre eben, dass Sie dieses Thema interne Audits entweder noch überhaupt nicht angegangen haben oder die eben unvollständig sind, insbesondere wenn Sie bisher mit so Managementsystemen noch nicht so viel Berührung hatten oder Berührungspunkte hatten, ist das öfters mal ein Punkt, bei dem Kunden nicht ganz so genau unterwegs sind, dass sie eben ihre internen Audits vorab schon mal vollständig abgeschlossen haben müssen. Da fehlen dann ab und zu dann noch gewisse Teile. Das Gleiche gilt eben auch für das Management Review. Auch das müssen Sie zwingend uns vorlegen können, um eben nachzuweisen, dass Sie Ihr Managementsystem auch tatsächlich betreiben. Auch dafür gibt es aus der Norm raus gewisse Anforderungen, was denn in einem solchen Management Review alles behandelt werden muss. Und da kommt es eben ab und zu mal vor, dass dann eben gewisse Teile fehlen. Da müsste man eben sagen, okay, müsste eben nochmal nachholen. Je nachdem gegebenenfalls auch etwas mehr. Auch, sage ich mal, öfters anzutreffen, das Thema mit Kennzahlen, dass hier eben entweder gar keine Kennzahlen definiert wurden, das ist eher die Ausnahme, dass tatsächlich gar keine Kennzahlen da sind. Das hat sich rumgesprochen, dass sowas notwendig ist. Der häufigere Fall ist, dass die Kennzahlen, die definiert wurden, vielleicht nicht unbedingt ja, so passend sind zu dem, was denn eigentlich diese Kennzahlen Ihnen sagen sollen, nämlich etwas zu dem Zustand Ihres Systems. Da müssen Sie dann eben darauf achten, dass Sie hier eben vernünftige Kennzahlen sich überlegen. Lieber weniger, aber dafür sinnvoll, wie viele und nicht so sinnvoll. Dann das Gleiche gilt dann für das Thema Ziele. Hier sollten Sie dann eben darauf achten, dass Ihre IT-Sicherheits- oder Informationssicherheitsziele den SMART-Kriterien unterliegen oder denen folgen, also irgendwie messbar sind, erreichbar sind, zeitgebunden und so weiter und so fort, um eben auch tatsächlich steuern zu können. Dann, was man auch eben eher seltener findet, aber eben auch manchmal ist eben, dass das Thema Schulungsmaßnahmen oder Awareness-Maßnahmen für das ganze Thema nicht umfassend durchgeführt wurde, sodass die Leute eigentlich gar nicht wissen, warum oder was sie da tun müssen. Dann eben so das weitere Thema sind Zuständigkeiten, Organigramme und Stellenbeschreibung, Funktionsbeschreibung, dass hier irgendwelche Dinge überschneidend geregelt sind, dass nicht ganz klar ist, welche der Stellen macht denn jetzt tatsächlich die internen Audits, wer ist für diese oder jene Umsetzung von Maßnahmen zuständig. Das findet man ab und zu mal und insbesondere auch wiederum, wenn Sie mit einem solchen Managementsystem relativ neu anfangen, kommt es eben auch des Öfteren einmal vor, dass so das Thema Dokumentenlenkung noch nicht ganz gut funktioniert, so nach dem Motto, was passiert mit ausgedruckten Versionen von irgendwelchen Vorgabedokumenten, wie stellen Sie sicher, dass auch diese dann irgendwie aktualisiert werden, wenn es von der elektronischen Version eine neue
gibt. Das sind so die Punkte, die man hier eben mit ins Kalkül ziehen sollte. Das waren jetzt so die Fallstricke aus dem Bereich des Managementsystems an sich. Wenn wir uns jetzt den Maßnahmen zuwenden und üblichen Schwierigkeiten, die wir bei unseren Kunden dort sehen, dann gehen wir einfach nach der Norm die einzelnen Punkte durch. Da wäre ein Punkt, der eben mit Revisionen der Norm neu eingeführt wurde und vielleicht deswegen immer wieder noch zu Problemen führt bei den Kunden, eben das Thema Einbindung der Informationssicherheit in Projekte, dass eben hier keine systematische Einbindung erfolgt oder die Einbindung erst sehr spät erfolgt, sodass dann nicht mehr alle Aspekte des Themas eben wirklich im Projekt untergebracht werden können. Das ist so ein typischer Punkt, wo man dann sagen würde, na, da müsst ihr dann noch etwas verbessern. Ich sag mal, so der Klassiker schlechthin ist der nächste Punkt, nämlich das Thema Berechtigungsentzug bei Stellenwechsel oder Ausscheiden von Mitarbeitern. Hier prädestiniert sind auch dann Auszubildende oder Studenten, die in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens nacheinander tätig sind. Wenn hier eben nicht konsequent darauf geachtet wird, dass eben Rechte auch wieder entzogen werden, kommt es immer wieder mal vor, dass tatsächlich die Auszubildenden oder Studenten dann die Personen im Unternehmen sind, die die meisten Rechte haben. Auch hier hat sich das Verständnis der Kunden wesentlich gebessert. Man sieht nicht mehr so oft, dass dieser Entzug vergessen wird. Immer wieder oder ab und zu mal kommt es noch vor. Denken Sie einfach daran, dass so Stellenwechsel eben auch dazu führen sollten, die Berechtigung nochmal anzupassen. Auch ein, sage ich mal, das ist jetzt wirklich ein Punkt, den man öfters in der Praxis dann antrifft, ist der Punkt, dass eben Informationen nicht als Werte für das Unternehmen angesehen werden, sondern nur das, was ich irgendwie physisch anfassen kann, das auch irgendwie mit Geld zu beziffern ist. Nee, hier ist es wirklich so, dass Sie auch sich überlegen sollten, was sind denn Informationen, die für Sie wichtig sind und die sollten eben auch als schützenswert dann betrachtet werden und da sollten Sie dann eben auch Ihre Maßnahmen definieren. Insbesondere der nächste Punkt, nämlich das Thema Klassifizierung und Handhabung, baut nämlich genau sehr stark auf das Thema Information auf, wo Sie dann eben sagen sollten, ich habe eben verschiedene Stufen von Informationen. Klassisch spricht man da oftmals von intern, vertraulich, öffentlich, vielleicht noch die Stufe streng vertraulich mit dazu. Und mit diesen Klassifizierungsstufen sind dann eben auch entsprechende Handhabungsrichtlinien verknüpft. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, Informationen, die vertraulich eingestuft sind, müssen zum Beispiel verschlüsselt per E-Mail gesendet werden oder verschlüsselt gespeichert werden, dürfen nicht nach außen weitergegeben werden und, und. Dann eben quasi als Sicherung zum Thema dieses Berechtigungsentzugs sollten oder sagt die Norm eigentlich oder ist es auch gute Praxis, dass man ab und zu mal ein Review auf die bereits vergebenen Berechtigungen macht. Und hier ist eben auch bei manchen Kunden dann festzustellen, dass das eben nicht mit der notwendigen oder mit der entsprechenden Sorgfalt passiert, diese Berechtigungsprüfung, oder dass sie eben überhaupt nicht passieren, was dann eben auch zu Nacharbeiten führen würde. Auch mittlerweile für mich ein Klassiker der Fehler, die passieren, ist eben, dass es zwar sowohl organisatorische als auch technisch umgesetzte Passwortregeln gibt, diese zwei aber aus welchen Gründen auch immer nicht zusammenpassen. Also beispielsweise in Ihrer organisatorischen Richtlinie steht, dass Sie Passworte immer mit 10 Zeichen Länge verwenden, technisch Sie aber nur 8 Zeichen erzwingen, dann ist immer die Gefahr sehr groß, dass die technische Regelung zieht, nämlich der Mitarbeiter 8 Zeichen nur verwendet, weil eben 8 Zeichen möglich ist und er die organisatorische Richtlinie dann vielleicht nicht mehr so ganz präsent hat.
hier sollten wir einfach darauf achten, dass diese zwei Regelungen tatsächlich auch zueinander passen und kongruent sind. Wenn wir dann weitergehen, auch ein Thema, das insbesondere oder mittlerweile etwas weniger oft zu Problemen führt, ist das Thema mit technischen Accounts oder Sammelusern, dass hier eben sehr viele Sammeluser in Gebrauch sind, die dann auch nicht nachvollziehbar sind, wer hat sie zu welchem Zeitpunkt irgendwie benutzt. Ein Punkt, der früher hier sehr, sehr oft eben zu Buche schlug, waren eben zentrale Administratorenkonten, wie zum Beispiel Root im Linux-Umfeld oder der Administrator in Windows, der dann eben von unterschiedlichen Personen zu unterschiedlichen Zeiten benutzt wird, aber es nicht klar war, wer war wann mit diesem User angemeldet und was hat er denn tatsächlich auch getan. Auch ein Punkt, den man jetzt nicht ganz so oft ansieht oder antrifft, den man aber durchaus auch mal kritisch, insbesondere dann auch vielleicht in Ihrer Branche nochmal hinterfragen sollte, wäre eben so das ganze Thema physisches Schutzkonzept. Ist dieses physische Schutzkonzept in sich schlüssig? Gibt es irgendwelche Übergänge, die von einer Sicherheitszone in eine andere? Wie sehen diese Übergänge aus? Wenn es mehrere Übergänge gibt, sind diese Übergänge auch alle dann irgendwo gleichwertig? Nicht, dass wir an der einen Stelle eine Stahltür haben und an der anderen Stelle haben wir eben nur eine Glastüre zum Beispiel. Sie sollten sich dann vielleicht auch mal vergegenwärtigen, welche physischen Schlüssel haben wir denn im Umlauf? Wissen wir, welche Mitarbeiter oder auch Fremdfirmen Schlüssel haben? Machen wir ab und an mal eine Vollständigkeitskontrolle, was passiert, wenn gewisse Schlüssel verloren gehen, welche Auswirkungen hat das? Das sind dann immer so die Punkte, die man sich dann mal angucken kann und die dann auch ab und zu mal, wie gesagt, zu Problemen oder zu Fehlern führen können. Wenn wir dann weitergehen, kommen wir relativ schnell dann auch auf das Thema Wartung, dass eben hier die notwendigen Intervalle nicht eingehalten werden, dass niemand das so richtig auf dem Schirm hat. Wie muss ich denn meine USV zum Beispiel warten, mein Notstromdiesel, wie sieht es mit Brandmeldeanlagen aus, wer ist dafür zuständig, ist es tatsächlich auch gemacht worden, habe ich auch die entsprechenden Nachweise, dass es gemacht wurde, um da auch sicher zu gehen. Das ist auch so ein Punkt, den man immer wieder mal findet, dass es da Probleme gibt. Dann auch eher aus dem Bereich der IT kommend, dass eben an den Systemen, die eingesetzt werden, Veränderungen durchgeführt werden, diese Veränderungen aber nicht systematisch unter Kontrolle sind. Also, dass eben nicht angekündigt wird, was denn geändert wird, wann irgendetwas geändert wird, dass vielleicht auch nochmal jemand bewertet, welche Risiken sind mit dieser Änderung verbunden, gibt es dazu irgendwelche Tests, was machen wir, wenn irgendetwas schief geht, gibt es Rollback-Pläne und so weiter und so fort. Das ist auch etwas, das man relativ häufig findet, dass eben hier in diesem Change-Prozess dann noch Schwachstellen drin sind. Ein weiterer Punkt, den Kunden auch ab und zu mal vergessen, ist eben das Thema Restore-Tests durchzuführen. Das Thema Backup an sich haben sie alle mittlerweile, glaube ich, ganz gut im Griff zu sagen, was sind die Informationen, die ich sichern muss. Die werden dann auch normalerweise relativ zuverlässig gesichert. Aber sie sollten eben, um sicher zu gehen, dass das Sichern auch tatsächlich was bringt, ab und an mal einen solchen Restore-Test machen, um dann auch sicherzustellen, dass Sie die Sachen, die Sie da weggesichert haben, auch wieder lesen können, wenn Sie sie denn brauchen. Dann springen wir quasi zum nächsten Punkt, wären die Logfile-Auswertungen. Hier müssten Sie sich eben auch überlegen, welche Logfiles haben Sie denn und wie können wir diese sinnvoll und systematisch auswerten. Was sind Meldungen, die uns unmittelbar zu einem Handeln zwingen? Welche sind Meldungen, die wir vielleicht im Nachgang nochmal gesondert untersuchen wollen? All diese Dinge sind dann in diesem Bereich von Interesse und Sie sollten, wie gesagt, hier eben ein entsprechend schlüssiges Konzept haben, wie Sie denn damit umgehen wollen. Dann
Gehen wir einfach zum nächsten. Das wäre das Thema Patch Management oder Behebung von Schwachstellen. Aus dem Bereich Windows kennt wahrscheinlich jeder die schönen Microsoft Patch Days, die dann da jeden Monat schön anstellen. Und wie gesagt, bei manchen Firmen ist es dann so, dass eben nicht nachgehalten wird, dass diese Patches auch tatsächlich auf den Systemen ankommen. Da müssen Sie eben auch, sagen Sie mal, nachprüfen, nicht nur die Patches losschicken, sondern auch tatsächlich mal verifizieren, ob die auch tatsächlich auf den Systemen angekommen sind und auch installiert wurden, auf denen sie hätten installiert werden sollen. Dann kommen wir zum Thema Lieferanten oder Supply Chain. Hier müssten Sie eben auch mal in sich gehen und sagen, okay, welche Lieferanten habe ich denn und welchen Einfluss haben diese Lieferanten und welche Risiken sind denn mit den Lieferanten verbunden? Das ist auch ab und zu mal ein Punkt, den Kollegen dann bemängeln, dass eben genau das nicht passiert ist, dass eben keine solche Risikobetrachtung für Lieferanten vorhanden ist. Da müssten Sie dann eben auch nochmal nachlegen und sagen, okay, den Lieferanten haben wir und mit oder der Einsatz dieses Lieferanten ist mit den folgenden Risiken verbunden. Dann ein weiterer Punkt wären eben die Sicherheitsvorfälle. Hier müssten Sie eben ein geregeltes Vorgehen haben, wie Sie mit diesen Sicherheitsvorfällen umgehen. Wie werden die erfasst? Wie verfolgt man die? Was lernt man aus diesen Sicherheitsvorfällen? Also wie werden die dann nochmal ausgewertet? Gibt es irgendwelche Schlussfolgerungen? Da gibt es eben auch diverse Möglichkeiten, hier etwas zu übersehen. Dann der nächste Punkt wären eben so das Thema Business Continuity. Ich denke, da dürften Sie wahrscheinlich relativ gut aufgestellt sein. Das ist in anderen Unternehmungen nicht ganz so. Insbesondere dann, wenn man zum zweiten Teil geht, nämlich zu den Business Continuity Tests, dass man auch tatsächlich mal versucht, irgendwelche Systeme auszuschalten, geordnet irgendwie wieder hochzufahren, simuliert, was passiert, wenn. Das ist auch ab und zu mal ein Punkt, den wir bei unseren Kunden sehen, der nicht durchgängig sinnvoll passiert. Und dann am Ende noch so eine Kleinigkeit, die manchmal aber dann zu Problemen führen kann, ist eben, wenn Sie eben nicht definiert haben, welche Aufbewahrungszeiten Sie denn für was für Themen haben. Wenn wir das jetzt im Zusammenhang mit den Logfiles dann auch wiederum sehen, wie lange müssen Sie zum Beispiel Logfiles aufheben, um tatsächlich noch Rückschlüsse auf gewisse Sachen schließen zu können. Hier sollten Sie eben dran denken, nicht nur die Zeiten festzulegen, sondern auch ab wann soll denn diese Zeit zu laufen beginnen. Ja, mit diesem Punkt wären wir dann auch durch die typischen Fallstricke hindurch und würden jetzt zum letzten Agendapunkt kommen, nämlich zur Diskussion. Und damit übergebe ich das Wort wiederum an meinen Kollegen, an den Thomas Leibold, der dann Ihre Fragen moderieren wird.